Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Train Fever USA. Jawohl, hier unsere Big Boy Lokomotive vom letzten Mal. Und ich fasse es nicht. Schon wieder Autosave zum Start. Ich hatte doch gerade noch was beim DLC. Irgendwo hatte ich das gerade eben schon mal. Da habe ich noch gesagt, was habe ich nur für ein Glück. Ich suche mir immer schöne Szenen aus, um zu beginnen. Und die wird dann gleich von Autosave oder sonst irgendwas unterbrochen. So, jetzt habe ich gerade noch weggeklickt, dass irgendwo ein Fahrzeug veraltet ist. Das ist natürlich auch perfekt. Ich gehe mal ganz schnell in den Pausenmodus und wir gucken. Das gucken wir wo? Hier. Alter. Naja, so schlimm sieht es jetzt hier gar nicht aus. Das ist ein Straßenfahrzeug. Wer ist denn da veraltet? Na, das müsste dann das Straßenfahrzeug gewesen sein, nehme ich mal an. Der Rest funktioniert ja noch so ungefähr. Ich hätte hier gerne geklickt und wäre raufgegangen, so wie man das von Windows kennt. Aber das geht irgendwie auch nicht. Okay, dann nehmen wir mal Straßenfahrzeug 40. Gehen zur Linie. Genau, so ging das. Fahrzeugersatz. Hat ja Fahrzeugersatz. Was war denn das für eine Meldung? Jetzt, das ist natürlich doof, wenn man die Meldung übersehen hat. Aber dann kann es das ja nicht gewesen sein. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Dann lassen wir uns davon nicht stören, ganz einfach. Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Und sonst kommt es nochmal, wenn es wirklich wichtig war. So sehe ich das jeweils bei den Telefonanrufen auch. Wenn es wirklich wichtig ist, rufen die Leute eh nochmal an, wenn man es mal verpasst hat. Gut, anderes Thema. Train Fever. Hehe. Schön, hier kommt gerade unser Doppeltraktionszug. Der benutzt die Seite von der Brücke, beziehungsweise diese Brücke. Und hier kommt ja dann die andere Linie. Und wo wir gerade dabei sind, es gab einen Kommentar. Dankeschön. Wir müssen hier mal ganz schnell gucken. Denn es soll anscheinend eine Linie zerfressen haben. Diese gelbe hier soll nur noch einspurig sein. Das sehe ich jetzt hier aber nicht wirklich. Okay. Dann, ja, es stand noch im Kommentar, das war im Pausenmodus zu sehen. Dann hat es wahrscheinlich im Pausenmodus das so dargestellt, dass wir hier gearbeitet haben an der Brücke. Ja, und jetzt hat sich das sozusagen wieder zusammengesetzt, entwirrt, als das Spiel lief. Hier unten. Ja, genau dasselbe. Nein, Fehlalarm. Aber trotzdem danke für den Kommentar natürlich, denn ja, ich bin angewiesen auf solche Hilfe. Wenn ich das sonst nicht einfach, sonst muss ich es per Zufall entdecken. Das wäre auch eher ein Zufall. Ja, dann haben wir noch was, nämlich in Fontana. Da bräuchte ich mal kurz die Städte. Da fehlen die Bushaltestellen am Bahnhof, hieß es. Lass mich mal schnell gucken. Bahnhof, wo bist du? Hier unten. Bushaltestellen. Na, ja, das hier. Nee, die fehlen nicht. Das ist die Bushaltestelle. Mit 38 Leuten. Passagieren, da müssen wir eh schnell gucken nachher. Aber, ist das nicht kopiert? Doch, das ist auch kopiert. Ja, das sind die Bushaltestellen. Mehr kann ich nicht machen. Trotzdem danke. Ich weiß jetzt nicht. Hast du vielleicht, lieber Zuschauer, die falsche Stadt erwischt, oder? Ja, dann bitte nochmal reinschreiben. Hemmungslos. Wie gesagt, ich bin immer dankbar für solche Sachen. Jetzt gucken wir aber hier mal schnell, wo wir gerade hier sind. Was haben denn die Busse Fontana für einen Takt? 75 Sekunden. Okay, da können wir was machen. Wenn hier nämlich so viele Leute warten, ja, dann haben die einfach zu wenig Kapazität. Hier haben wir eh gerade das Straßenfahrzeugdepot. Wir nehmen mal diese Schneider. Ich würde mal sagen, drei Stück. Linie zuweisen. Busse Fontana. Ja, und dann gucken wir mal, was sich hier mit dem Takt ändert. Da müssen wir jetzt natürlich einen kleinen Moment warten. Das sind schon auch sehr schöne Fahrzeuge. Das müssten ja eigentlich Mercedes sein. Steht das hier beim Straßendingens? Schneider. Haben... Nee, steht nichts von Mercedes. Haben die irgendwie ein ähnliches Zeichen? Das kann eigentlich kaum ein Zufall sein. Naja, eben, schön sind sie. Ist schon witzig, mit was man früher so rumgefahren ist. Cool. Gut, hat sich schon was getan. Busse Fontana. Oh, 57 Sekunden. Das ist ja sehr schön. Das ist ja ungefähr das, was wir wollten. 60 Sekunden ist so ungefähr die Richtzeit. Ja, das sind natürlich 57 Sekunden. Auch nicht völlig daneben. Gut, dann haben wir das mit den Kommentaren soweit abgeschlossen. Aber das ist halt auch eine sehr schöne Lokomotive. Ja, man muss ab und zu einfach auch mal
Zeit und Muße haben und mal ein bisschen zugucken, statt immer nur bauen. Obwohl ich natürlich jetzt hier weiterbauen möchte. Aber, aha, da kommt noch ein Straßenfahrzeug, ein LKW. Wenigstens kann man die relativ schnell ersetzen, da wir halt hier bekanntlicherweise keine großen Alternativen haben im Moment. Da müssen wir in der Zeit noch ein bisschen vorankommen. Wir sind 1944, haben 2 Millionen. Okay, das ist schon mal schön. Ja, was machen wir denn? Ich würde mal gerne noch... Eigentlich, wir könnten natürlich in die weite Welt rausgehen, sozusagen. Hier haben wir noch so viel unberührtes Land. Aber auf der anderen Seite würde ich gerne erst bestehende Bahnhöfe sozusagen noch weiter bearbeiten. Ist das normal hier, was wir an Leuten haben? Ah ja, hier stand letztes Mal ein Zug, alles klar. Das sind wahrscheinlich noch die Nachwehen, denn wir waren relativ lange im Pausenmodus in den letzten Folgen, da wir ja diese Bahn da hinten gebaut haben, mit den Brücken und Co. Von daher, gut, was hätten wir denn hier noch, wenn wir jetzt schon gerade in der Stadt sind, in Fort Worth? Wir haben hier noch freie Gleise, das ist klar. Das ist einfach zu groß, das Ding. Ich kriege das irgendwie hier immer vor die Linse. Das wäre frei und hier außen wäre noch frei in die Richtung. Wo könnten wir denn noch hin, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Gleis nehmen? In die Richtung fahren wir hier unten schon. Hier oben haben wir in dem Sinn nichts mehr. Müssten wir denn in die Richtung noch? Auch nicht. Da sind wir nach Boston unterwegs gewesen. Genau, das stimmt auch. Hier hinten hätten wir 1000 Oaks. Okay, was für ein schöner Name. 10.000 Orks. Falscher Film. Ja, dann lasst uns doch Fort Worth mal noch kurz aus dem Auge verlieren. Und wir bauen hier eine Strecke hin, damit wir dieses 1000 Oaks mal noch anschließen. Da können wir schön hinten hier in Boston raus. Da sind wir bis jetzt ja auch nur nach vorne unterwegs. Kommt hier unten auch noch was? Ja, Vancouver. Okay, das gilt auch noch angeschlossen zu werden. Und hier hinten, das wäre dann wieder sozusagen für den vorderen Teil des Bahnhofs. Also wir müssen mit dem äußersten Gleis gehen wir nach Vancouver. Und ja, da könnten wir eigentlich dieses Gleis schon fast nehmen. Einen größeren Bogen wie hierhin müssen wir nicht mehr machen. Sonst nehmen wir auch den vorderen Ausgang. Also, das gibt sowieso irgendwie eine blöde Kurve, würde ich mal meinen. 128, das habe ich gemeint mit blöde Kurve. Sonst müssen wir hier über die Straße. Das können wir natürlich auch. Dann kommen wir hier ein bisschen in die Landschaft rein, also das Hügelige. Und die Frage ist dann halt sowieso, wo machen wir hier den Bahnhof hin? Das ist eigentlich prädestiniert hier. Hier haben wir so eine große freie Fläche. Hier haben wir schon wieder Hügel im Weg sozusagen. Die Frage ist, macht das Sinn, hier hinten den Bahnhof hinzustellen? Ja, wir haben hier... Was habe ich denn hier noch? Oh, ach so. Wir haben hier noch Elizabeth und Co. Okay, nee, das passt schon. Wir könnten hier über die Straße rüber. Die Frage ist dann... ich nehme das mal, wenn wir hier schon die Kurve anfangen. Zum Beispiel so. Da möchte er gleich eine Brücke machen, okay. Da kriegt er Kollision mit der Bahnschranke. Und wenn wir so einen Bogen machen, ja doch, wenn wir hier hinten den Bahnhof machen, müssen wir hier sowieso durch den Berg durch. Das wird sich nicht verhindern lassen. Oder wir gehen der Straße nach. Was haben wir hier denn? Was ist das denn Geiles? Oh, das ist ja auch sehr nett. Guck mal, hier oben ist tatsächlich noch... Nein, klar, ja. Bau nicht möglich, ist mir soweit klar. 1000 Oaks Wald. Da müssten wir ja schon was machen. Das erinnert mich an hier hinten. Wo war es denn? Hier unten, guck mal. Das ist doch immer noch eine von meinen Lieblingsstellen hier im Tränenfieber, muss ich sagen. Das sieht einfach so schön aus, gemütlich schon fast. Mit den Lastwagen und der Lok. Die kommt jetzt natürlich nicht. Die kommt nicht auf Bestellung. Da hinten käme sie. Aber wir gehen nochmal zurück. Jetzt muss ich es nur nochmal finden. Boston. Hier oben. Das schreit danach, dass wir hier was machen. Das machen wir aber später. Da müssten wir erstmal gucken, dass hier hinten wäre. Eine Sägerei.
Das könnten wir natürlich vielleicht sogar. Ja, entweder wir machen das mit Lastwagen. Dann müssen wir hier durch 1000 Oaks durch. Ja, oder wir machen es mit einer Eisenbahnlinie. Hehe. Dann ist die Frage, wo stellt man hier oben den Bahnhof hin? Aber das sind jetzt zukünftige Fragen. Jetzt machen wir erstmal die Personenverbindung hier. Jetzt habe ich das wieder abgebrochen sozusagen. Also so würden wir rüberkommen. Ich möchte aber doch halt noch ein bisschen steiler. So wird es auch gehen. Hier hätten wir 180. Das würde im Moment, würde ich sagen, würde das langen. Wenn wir hier die Kurve auf der Seite durchmachen. Ja, wir können es mal versuchen. Dann haben wir natürlich weniger Tempo. Aber es wäre der einfachere Weg, muss man schon sagen. Wir könnten dann hier über die Straße rüber. Dann würden wir uns den Berg ersparen. Allerdings müssen wir hier sowieso wieder einen Tunnel oder irgendwas müssen wir machen. Hier kommen wir nicht rüber. Sonst müssen wir die Häuser abbrechen. Das möchte ich auch nicht wirklich. Wenn wir hier durchgehen, dann hätten wir hier, ja, ein Anschluss ist übertrieben, aber wir hätten hier schon doch eine kleine Verlockung, dass wir hier dann eben doch eine Eisenbahn benutzen. Ich ziehe es mal nochmal schnell hier rüber. Ist halt schon, ist bedeutend schneller. Ja, wir machen es so. Dem Tempo zuliebe. Amerikanische Bahnschranken, bitteschön. Dankeschön. Und jetzt folgen wir hier mal dem Straßenverlauf, so gut das geht. Mit 300 km/h, das reicht dicke. Ich habe jetzt mal ganz frech sowieso die teuren Hochgeschwindigkeitsgleise schon mal genommen. Obwohl uns natürlich die Züge dafür noch fehlen. Aber was wir gebaut haben, haben wir gebaut. Wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das ist irgendwie, ja, die Gewohnheit aus dem anderen Tränenfieber-Spiel, aus dem Hauptspiel. Weil da baue ich seit Ewigkeiten schon nur noch mit dieser Art Gleis. Ich sehe schon hier, der muss wieder bremsen, da sind wir zu nah ran. Das ist ja doof. Ja, machen wir mal ganz kurz eine Weiche hin, damit wir die Strecke neu unterteilt haben. Dann können wir die nämlich hier jetzt schon ein bisschen hier rüberziehen. Dann haben wir die 300 km/h. Okay, das passt. Wie sieht hier mit dem Grübchen aus? Das würde ich dann doch auch noch gerne. Ach, das ist eigentlich kein Grübchen, aber geht sowieso nicht. Das ist zu nah am Gleis. Ja, ein bisschen geht's. Okay, das ist allerdings fast nicht der Rede wert. Gut. Sehr gut, da kommen wir auch mit 300 hin. Jetzt wollte ich aber dadurch einen Berg durch. Dann müssen wir halt doch ein bisschen in die Richtung. Das passt soweit. Da haben wir weder Brücke noch Tunnel bis jetzt. Da wird aufgeschüttet und Gruben werden gegraben. Das sind auch 300 km/h. Das passt ebenfalls. Sehr schön. Und jetzt wird es hier halt einen Tunnel geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Der Punkt ist, wir müssen hier wieder vernünftig rauskommen, damit wir hier dann in den Bahnhof reinkommen. 400.000 bei 4,5 Millionen. Oh yeah. Machbar. Hui! Nachschub. Ein neues Fahrzeug. Boxcar, das sind Wagen. Okay, oh, endlich neue Lastwagen. Da hat noch ein Straßenfahrzeug. Der, du wirst gleich ersetzt. Und geschlossenen Güterwagen. Okay. Jetzt muss ich doch alles von Hand zumachen, sonst habe ich nachher den Lastwagen da oben auch weg. Was macht der Öl? Öl El Paso. Genau. Steht ja sogar Öl El Paso. Fahrzeugersatz, Fahrzeugwellen. Holzgüter, Öl. 72 km/h. 13 Einheiten, sehr schön. Das ersetzen wir sehr gerne. Gut. Haben wir das gemacht. Jetzt kommen wir hier zurück. Also bis hierhin passt es sehr schön, ohne große Brücken und Tunnelbauten, die ins Geld gehen. Wir müssen hier erstmal wieder ein bisschen zu Geld kommen, würde ich sagen, bevor wir hier wieder viel ausgeben. Aber an diesem Tunnel kommen wir nicht vorbei. Da kommen wir nicht drum rum. Denn hier ist halt einfach nur mal dieser Hügel. Und es ist eine hügelige Gegend. Da muss man mit Tunnels rechnen. vielleicht mal eins runter. Geht nicht. Okay. Wird gebaut. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns hier dem Bahnhofsbau. Was nehmen wir denn? Was ist das? 1000 Oaks? Das ist nicht eine riesige Stadt, kann aber eine größere werden. Also ich werde jetzt hier sicherlich mal
mit 5 Gleisen bauen. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir den hin? Hier ein bisschen abseits wäre sicherlich nicht schlecht. Dann haben wir genug Platz, um von hier reinzukommen und trotzdem irgendwie aus einer anderen Richtung auch. Nach hinten raus könnten wir auch noch. Ist ein bisschen Berg im Weg. Okay, machen wir so. Wir nehmen mal den hier. 5 Gleise. Mittlere Länge. Das ist schon ein massives Bauwerk. Das kostet gleich noch 1 Million. Kriegen wir das nicht? Doch, guck mal, sobald ich es drehe, wird es günstiger. Nein, ist klar, wir kommen hier ins Flachland. Da müssen sie weniger an der Erde rumschaufeln. Hier ist er halt eh. Hier ist er tatsächlich gleich bei 2 Millionen. Das ist ja dann doch eher ärgerlich. Schade, schade. Wenn wir ihn kürzer machen. Jetzt nimmt er wieder den Bahnhof. Den wollte ich nicht. Ist eigentlich genau gleich teuer. Weil es halt hier oben ist. Wir könnten ihn natürlich hier unten hin machen und warten, bis die Stadt sozusagen nachwächst. Warum eigentlich nicht? Aber ich habe die Bahnhöfe halt doch lieber schon gleich von Anfang an her. Denn man weiß nie, wie lange das dauert, bis die mal nach hier hinten gebaut haben. Das weiß keiner, außer das Spiel. Ach, lass... Nee. Ja, wenn wir hier... Vielleicht die Straße nochmal wegnehmen. Straße neu bauen. Ich muss mal ganz kurz. So, sorry. Wasser nachlegen. Trockene Luft hier, weil die Fenster zu sind. Es ist wieder kühler geworden. Das ist dann der Nachteil. Dann haben wir wieder diese blöde trockene Luft. Ja, wisst ihr was? Wir bauen die Straße neu. Können wir die abreißen? Ja, dann haben wir nämlich bessere Optionen für den Bahnhofsbau. Ich muss nur daran denken, dass ich die Straße dann wieder hinstelle. Ich neige immer ein bisschen dazu, das dann in der Euphorie zu vergessen. Aber dann können wir hier nämlich näher ran und können das sogar halbwegs preisgünstig machen. Hier mit 1,1 Millionen. Okay, das ist jetzt 5-gleisig, mittlere Größe. Laufen tut's. Nicht, dass wir hier wieder übel Geld verlieren. Gut. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Gut, dann machen wir jetzt aber erst die Straße, sonst wir können ja nachher nicht die Straße übers Gleis ziehen. Wir müssen die nur genug weit weg haben. Was ist das denn für eine Straße hier? Eine ganz normale. Wir machen hier mal die hier. Genau, am besten so. Nein. Ein bisschen entfernt, habe ich gesagt, damit wir hier mit einem vernünftigen Bahnübergang rüberkommen. Das ist zu nahe. Wenn wir hier so raufgehen. So zum Beispiel, dann ist die Frage, kommen wir hier über die Kurve rüber? Ich versuch's mal. Das werden wir jetzt erstmal mit dem Gleis testen. Das ist halt dann doch relativ pingelig, das Ganze. Sobald hier der Winkel nicht stimmt, ich kenn's doch langsam. Nee, würde gehen. Okay, der muss doch ordentlich bremsen, aber er kommt drüber. Anders können wir es fast nicht machen. Er muss sowieso bremsen, hier ist der Bahnhof. Da kann er auch nicht mit Riesentempo reinfahren. Gut, das passt. Dann machen wir jetzt hier die Straße noch schnell finito. So, und hier hinten. Das könnten wir eigentlich noch schnell hier ausbauen. Das ist aber die falsche. Die hier war es, genau. Dann haben wir hier schöne Allee. Denn hier hinten grenzt es ja wieder sozusagen an eine Allee hier mit der Straße. Gut. Schön. Das sieht eh immer nett aus hier mit den Bäumen. Hier kommen wir mit dem Zug rein. Das passt auch. Depot haben wir hier keines. Wir gehen mal schnell gucken, wie das hier hinten aussieht. In Boston. Hier hatten wir, glaube ich, eines. Nee, hier haben wir allen Ernstes auch keines. Okay. Müssen wir hier... Nein, hier müssen wir nicht nochmal mit einem Gleis durch. Dann können wir eigentlich ein schönes Depot hier hinstellen. Wir stellen es mal ein bisschen weiter weg. Dann können wir das vielleicht mit Weichen noch so machen, dass wir die doch auch einbeziehen. Hier zum Beispiel. Wenn wir hier rausgehen und das Depot hier zwischen Schiene und Straße stellen, dann würde ich mal sagen, sieht das doch relativ nett aus. So, mal so. Bis
da hinten. Jetzt ist halt die Frage, kriegen wir da noch ein Depot rein oder nicht? Irgendeines, das auch ein bisschen nach was aussieht. Das ist sowieso fast zu lang. Ja. Ich denke, so ein kleines kriegen wir rein. Was haben wir hier denn sonst noch Schönes? Die Stellwerke. Das würde auch gehen. Machen wir hier doch einfach ein Stellwerk hin. Wir müssen jetzt aber der Optik zuliebe das Gleis noch modifizieren. Na, wo ist es denn? Hier oben sind die Gleise. Wie immer. Gut, dann sieht das nämlich auch schon wieder ein bisschen besser aus. Kann man hier eigentlich ein zweites Gleis durchziehen? Geht das? Nee, das geht nicht. Nur bis dahin, so wie es aussieht. Na. Mhm. Sonst kommt eine Fehlermeldung. Schade. Wäre optisch noch nett gewesen. Aber man kann, glaube ich, zumindest wenn es nicht ein Depot ist, sondern ein Wegpunkt, dann kann man, ja, über bestehendes Gleis kann man bauen. So muss ich sagen. Brauchen wir hier ein Signal? Im Moment noch nicht. Nein, was wir brauchen, ist ein Zug und eine Linie. Linie machen wir natürlich schnell hier. Haltestelle hinzufügen von, genau, nicht anklicken, sondern jetzt. Von Boston. Einmal über die Straße und um die Kurve den Berg entlang. Und dann hier rein nach 1000 Oaks. Gut, Linie 1 werden wir gleich mal umbenennen. Dann haben wir es gemacht. Boston. Nach Oaks. Nee. 1000 Oaks. Das geht sogar hin. Sehr schön. Gut, haben wir gemacht. Wir kaufen einen Zug. Ich denke, man könnte für die Strecke sogar nochmal eine Dampflok nehmen. Nicht unbedingt die Big Boy. Wir haben was Kleineres, das ist ja keine Riesenstrecke. Klar, das kann natürlich dann doch relativ arg Passagieraufkommen geben. Dann werden wir reagieren. Was haben wir denn hier noch an kleineren Lokomotiven? Die zum Beispiel, die macht doch 100 km/h. Wir nehmen die mal. Ja. Wagen, altes Thema. Wir haben nur diese Streamline Coach New Mexico im Moment. Sehe ich das richtig oder erzähle ich hier Mist? Nein, stimmt. Gut, da gehen 18 Leute rein. 18, 36. Nehmen wir mal 4. Linie zuweisen. Boston. Nein, nicht Boston. Fort Worth. Wo haben wir es denn? Da war es doch gerade. Na, blind? Hier? Nosten, okay. Das kann ich nicht finden, wenn ich nach Boston suche. Jetzt dachte ich echt, das gibt's doch nicht. Also, die Linie können wir ja schon mal. Die machen wir mal schon mal. Und was wir auch machen, ist, wir werden die nochmal ganz schnell umbenennen. Denn das heißt natürlich nicht direkt, halt, stopp, ich möchte die Lok sehen. Das heißt nun nicht zwingend Nosten. Jetzt muss ich wahrscheinlich alles nochmal neu schreiben. Sehe ich das richtig? Ja. Man kann nicht bis zum Anfang scrollen. Boston. So gefällt es mir besser. Dieses ums Mikro rumschreiben, das muss ich noch ein bisschen üben. 1000. Und dann kollidieren mit dem Mikro, mit der Nase. Dabei ist die nicht mal so riesig eigentlich, sagt man zumindest. Boston 1000 Oaks. So, jetzt müsste aber stimmen. Jetzt finden wir es auch. Und die Linie müsste ja trotzdem noch die gleiche sein. Ich glaube nicht, dass da was sich geändert hat. Ja, eingezeichnet ist sie noch. Wir machen mal zu, dann können wir gucken, wie der Zug daherkommt. Denn ich neige schon dazu, jetzt hier noch möglichst viele Dampflokomotiven laufen zu lassen. Denn wir nähern uns dann doch langsam einer Zeit an, in der die außer Mode geraten sind. Und dann kommen natürlich dann die ganzen anderen Lokomotiven. Gut, kommt hier raus. Das ist auch schön hier mit dem Bahnübergang. Cool. Ich denke mir gerade, man könnte natürlich jetzt hier auch klapp mal noch schon die zweite Piste sozusagen installieren. Hier haben wir die Busse. Ja, lasst uns das doch mal schnell machen. Das ist, nehme ich mal an, keine riesige Übung. Das machen wir aber im Pausenmodus und von hier hinten her. Aber hier haben wir kein Depot. Dann müssen wir nicht im Pausenmodus arbeiten.
Ich dachte gerade, wäre noch praktisch gewesen, weil hier der Zug natürlich gerade an diesem Bahnhof ist. Dann hätten wir vom anderen ausgehen können mit dem neuen Zug. Gehen wir hier innen raus oder gehen wir außen raus? Das ist eigentlich dann auch noch die Frage. Nee, eigentlich müssen wir außen durch. Gut, dann machen wir das. Wir haben hier ja Platz. Das ist sozusagen ein Einzelgleis. Gut, kommen wir hier rüber. Das geht schon mal. Das ist ja wunderbar. Dann können wir das vielleicht doch relativ schnell halt... Das, was macht es denn hier? Das hat nicht schön angelegt. So, jetzt passt es wieder. Das können wir in relativ großen Schritten bauen. Dann kann ich wieder reklamieren, wenn ich irgendwas ändern muss, in was für Riesenschritten ich immer baue. So, halt. Oh. Mist, uns ging das Geld aus. Ich muss laufen lassen. Ich lasse ja eigentlich laufen. Hä? Okay, es bessert schon wieder. Oh Gott, aber wenn wir hier noch ins Tunnel rein müssen? Wir bauen zu viel Brücken und Tunnels dafür, dass wir dann immer im Pausenmodus sind. Das ist eben... Deswegen, guckt, jetzt sind wir schon wieder auf 2 Millionen. Das passt ja schon wieder. Dann können wir das auch bauen. Was kostet uns denn hier ein zweiter Tunneldurchbruch? 200.000, das ist gekauft. Wir wollen ja nicht am falschen Ende sparen. So, das stimmt auch. Und jetzt mal gucken. Ja, hier müssen wir ein bisschen früher rein. Denn hier haben wir noch ein Gleis. Das wäre jetzt natürlich praktisch, wenn wir hier auf der Seite rein könnten. Aber wir müssen, wir haben nur zwei Züge. Wir können auch hier zum Beispiel nach der Bahnschranke raus. Dann wartet da keiner auf der Schranke. Yeah. Sondern hier, oh yeah, oh yeah, was denn, was denn, was denn, was denn? Ei, neue Lokomotive. Und das müssten doch neue Wagen sein. Das werden wir jetzt gleich mal gucken. Und gleich mal gucken, ob wir nicht dieses Fahrzeug einsetzen wollen. Ich habe zwar gesagt, wir wollen Dampflokomotiven nehmen, aber das ist natürlich kein Muss. Also wenn es dann neue Fahrzeuge gibt, dann lasse ich mich auch gerne dazu bekehren, dass wir andere nehmen. Ja, ich weiß, man könnte hier... Würde das noch reichen von der Strecke her? Ich glaube, der Zug ist dann doch... das ist ja knapp, wenn wir dann später längere Züge nehmen. Ich muss dieses andere Signal hier nach dem Tunnel machen. Da haben wir jetzt aber natürlich Fahrzeuge auf der Strecke. Immer noch, okay. Immer noch. Das ist das, was ich meinte mit diesen endlos langen Gleisstücken an einem Stück. Ich denke mal, da beim Bahnübergang müsste dann langsam. Jetzt geht's gut. Wir können natürlich auch schon mal noch ein, zwei Blocksignale hinstellen. Nein, können wir nicht. Wir haben kein Geld mehr. Das wird dann noch schwierig mit Lokomotive kaufen. Eieieiei. Dass das so ins Geld geht hier mit der Brauerei ist schon erstaunlich. Aber eben, allein der Bahnhof hat uns wieder über 1 Million gekostet. Aber die Signale können wir uns noch leisten. Ach, jetzt sind wir wieder bei 1 Million. Sehr schön. So, und nochmal. Ja, ich würde sagen, hier nochmal 2. Gut, und jetzt müssen wir natürlich hier hinten noch welche hinmachen. Genau. Und zwar hier. Und in die andere Richtung vor der Bahnschranke. Nämlich hier. Gut, und dann gehen wir mal gucken. Was haben wir denn hier jetzt Neues? Das ist die hier. 188 km/h. Wow. Heiliges bisschen. 1,67 Millionen, das hätten wir. Nee, jetzt haben wir es schon wieder nicht mehr. Wir hatten es gerade noch. Jetzt haben wir wieder 1 Million. Das hüpft hier ja grausam umher. Ah, hier ist sozusagen die fertige Lokomotive. Okay, da hätten wir halt andere Wagen. Das wäre natürlich auch noch was. Was kostet das Ding? 2,251 Millionen. 188 km/h ist zu schnell. Die nehmen wir natürlich, aber da bauen wir eine neue Strecke dafür. Wie schnell bist du denn? Der macht halt auch 170 km/h. Also es ist schon für die Strecke, wäre eigentlich diese 100 km/h-Lok fast am besten. Sie ist dann halt einfach nicht so, so brutal teuer. Ich würde sagen, oder die hier, nee, 50, 70, wir nehmen nochmal die. Wie schnell bist du? 97, das ist fast gleich schnell. Dann haben wir halt zweimal die gleiche Lok hier. Zweimal den gleichen Zug sogar. Ja, ich
würde sagen, den Finanzen zuliebe, wir machen es mal so. Dann gibt es wieder diese Wagen. 1, 2, 3, 4. Und dann weise ich dich wieder der Linie Nosten 1000 Oaks zu. Gut. Kannst du denn fahren oder musst du warten, weil wir kein Signal haben beim Depot? Das ist dann die Frage. Wir müssen sowieso schnell gucken. Da kommt der andere Zug. Den halten wir an. Der müsste hier zwar sowieso anhalten anscheinend, wenn er wartet auf freie Wege hat. Warum wartet der denn auf freie Wege? Ach so, ja, weil hier ein Zug auf dem Gleis ist ohne Signal. Wenn wir hier jetzt ein Signal hätten, auf der Ausfahrt vom Depot, dann hätte er fahren können, dann hätte der Zug gewartet. Das ist aber eigentlich egal, denn hier aus dem Depot kommt relativ selten ein Zug. Wir lassen den jetzt mal hier reinfahren, in den Bahnhof. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen zurückfahren. Und dann können wir dem wieder sagen, Arrivederci. Viel Spaß, dann darf er wieder fahren, der gute Zug. Hier haben wir noch einen anderen Zug. Der Güterzug, der kombinierte Güter-Personenzug. Sehr schön, den möchte ich auch schnell nochmal angucken. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ist schon cool, sowas müssen wir auch noch öfters machen, werde ich auch. Ich möchte mal gucken, wie ist denn der beladen im Moment. 13 Kohle, Passagiere, 12 Eisenerz, sehr schön. Güter hat er keine, denn die holt er sich hier hinten. Oh, und was sehe ich denn da? Was ist das denn hier für ein... Ah, okay, so schlimm ist es nicht. Das sah jetzt aber relativ übel aus von da hinten. Hier müssen wir da mal noch vorbeischauen. Hier steht schon wieder einer. Wartet auf freie Wege. Ich sehe schon wieder... Nee, der fährt gerade ein. Okay, das ist in dem Sinn also kein Problem. Hier ist einfach viel Verkehr. Da müssen wir natürlich von daher was machen. Nochmal weitere Züge installieren. So, wo bist du? Kommst du schon raus? Jawohl. Hast du vielleicht schon jemanden an Bord? Nein. Hat sich noch nicht wirklich rumgesprochen. Gut, aber die dürfen jetzt eigentlich fast da hinten auf gleicher Höhe sein. Und dann kann ich denen wieder freie Fahrt geben. Hier diese schönen Fahrzeuge. Nett. Da kommt noch eins. Okay, ja, der Privatverkehr nimmt natürlich langsam zu. Das gibt dann Konkurrenz für unsere Bahnlinien, aber wir kriegen dann natürlich auch nach und nach bessere, schnellere Loks. Dann werden wir diesen Kampf sozusagen annehmen. Da mache ich mir jetzt gar keine großen Gedanken. Gut, jetzt darfst du fahren. Dann könnt ihr hier schön kreuzen und während diese beiden Lokomotiven schön kreuzen, sage ich Tschüss und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Danke. Tschüss.